Hello again, je suis le Matt Baron. Ich habe ein Problem. Bei mir wurde eingebrochen. Nein, ich habe vergessen, Fluchtseil mitzunehmen, deswegen muss ich das jetzt alles von Hand spielen. Aber es hat ja relativ schnell geklappt. Ein intelligenter Spieler hätte ja versucht, da von dem Berg runter zu fliegen. Aber bin ich ein intelligenter Spieler? Nein. Gibt's hier nicht noch mehr Inseln? Ich meine, hier gibt's doch so richtig viel mit legendären Pokémon und Senf und Bananentaktik und all so ein Blödsinn. Leute, jetzt ganz schnell. Bananentaktik, wer hat die schon mal gemacht in seinem Leben? Hoffentlich. Oh, das ist... Jupp gab Celio den Rubin. Danke für den Jupp. Du bist einzigartig. Das sieht ja so aus, als würde da noch was fehlen. Darf ich dich noch um einen weiteren Gefallen? Nein. Es ist nichts Verrücktes. Ich bringe nur... Nein. 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 Entweder ist er 5 oder eine Frau. Während meines Studiums der Edelsteine habe ich etwas Wichtiges herausgefunden. Es gibt einen weiteren Edelstein. Und der zum Rubin gehört. Der andere Edelstein wird auf WWE Island vermutet. Jupp, bitte finde den anderen Edelstein. Jupp, gib mir bitte den Pass für die Fähre und die Karte. Jupp gab den Treibpass zurück und erhielt den Bundpass. Die Karte wurde erweitert. Das ist mein Pass für die Fähre. Damit kannst du nach CV Island. Jupp, bitte, ich bin auf dich angewiesen. Ja, ja. Bisschen, ne? Und dann mache ich wieder. Habe ich eigentlich jemals. Danke, Jupp. Anstatt dass er mir ein bisschen Penunzen gibt oder so, weißt du, zumindest mich mal zum Essen einlädt oder was? Ich bringe hier seine Forschung weiter. Und ja, ja, danke, Jupp. Könntest du das nochmal machen? Solche Leute, ey, das muss in. Ich finde, das sollte überhaupt nicht in Kinderspielen so verherrlicht werden. So eine Undankbarkeit, das gibt es nicht. Ja, jetzt kommen wir mal fertig hier. Nochmal. Ja. Das ist wie so ein Gutschein, weißt du? So dreimal umsonst Pokémon Center habe ich von ihm gekriegt. Yeah! Grausam. Oh, hier durch. Hello! Ahoi, wo soll's denn sehen? Weitere Häfen. Island 5! 5! Seesprint Tempo 6, Time Nummer 18. Ist bestimmt lustig. Wo einem so richtig die Gehirnwände aus dem Kopf gedrückt werden. Das wäre schön. Da würde ich mich nach verzehren, das wäre so klasse. Ja. Hi. Island 5. Na? Hier wurde es in letzter Zeit geschäftiger. Ich habe auch in letzter Zeit nicht viele gute Fische gefangen. So, wir machen jetzt mal erstmal das hier. Bevor wir das hinterher vergessen. Wasser-Irgan. Ne. Nee. Also, das könnt ihr mir nicht... Ne, ohne... Ne. Ohne Topschutz und Flucht sein Meider, ne. Hallo. Es riecht lecker. Jemand muss sie gekocht haben. Du brauchst für das Abendessen heute nichts einkaufen. Das hat mein Gatte gesagt, als er heute zum Angeln ging. Ich weiß nicht, ob ich mich auf seine große Ankündigung verlassen kann. Nee. Sonst bringt Pizza. Ist auch gut. Igitt, das stinkt. Ich wollte auf der Weide spielen. Aber sie haben dort ein merkwürdiges Gebäude errichtet und ich kann dort nicht spielen. Na, wie alt bist du? So an die 18? Nee, ich kann nicht spielen. Die Weide ist seit Generationen in unserem Familienbesitz. Ich sollte darauf eine Villa bauen. Das wäre besser, als sie an diese Rowdies zu verschwenden. Ah, das sind bestimmt die Abknarzer. Ja, hallo. Ich bin gerade dabei, ein Essen für eine gewisse Berühmtheit zuzubereiten. Hier im Pokémon Center, auf meinem Feldkocher. Über einer Dose Champignons. Du bereitest ein Abenteuer, auf dem du jedes... Bestreitest ein Abenteuer, auf dem du jedes Pokémon fangen willst. Unglaublich. Gib mir bitte Bescheid, wenn du ein starkes gefangen hast. Ey. Was? Mein Bisasam ist doch voll der Killer. Ich meine, der Typ, der zieht LKWs auf DSF. Und die... Ne. Ja, komm, machen wir nochmal. Hier, hier, komm. Dann haben wir das auch schon mal mitgekriegt. Ich denke ja, so ein Pokémon-Center ist wie so ein Spa, nur für Pokémon. Island 5, weiter. Ne, wisst ihr was, Leute? Ich fahre jetzt nochmal nach Orania City und hol mir da mal ein paar solche... Ja, das spule ich eben vor, weil das ist ja eigentlich nicht interessant.
Wo gibt's das denn am besten? Hier, Pokémon Haus. Markt. Hallo, ich bin wieder da. Fluchtseile. Hier, komm, what? Ich schau nicht auf den Markt. Hier machen wir alles. So, komm, nehmen wir mal 24 mit. Das ist Investition in die Zukunft, Leute. Wir werden noch ganz oft durch irgendwelche Irrgärten durch müssen. Wahrscheinlich nicht so oft, wie ich jetzt eingekauft habe. Aber ist egal, das verfällt doch nicht. Das ist doch jetzt nicht wie zum Beispiel Karotten oder Tomaten oder sowas. Nein, das geht ja nicht kaputt. Das schimmelt ja nicht. Ja, ich habe den Buntpass. Das finde ich schön. Guck mal hier, ich habe den Buntpass. Hey, ich darf überall hin. So, jetzt sind wir hier. Sollen wir erstmal diesen dämlichen Irrgarten machen? Wahrscheinlich brauchen wir hier auch Whirlpool oder wie der Blödsinn hieß. Okay, erstmal... Das kommt nach ganz oben. Zack. Topschutz. Erstmal schön eindieseln und los geht's. Wasser-Irrgarten. Hier dürfte ich theoretisch fangen, ich weiß, aber ich möchte das erstmal fertig haben hier. Nee, das ist falsch. Ich finde so Labyrinth, so, das in RPGs finde ich immer schrecklich. Ferienparadies. Das war ja jetzt ein Irrgarten, der sich gewaschen hat. Hm, der Winkel ist noch nicht perfekt. Was, Winkel? What? Ach so, bist du eine Malerin? Dorothea. Mit einem Arbok. What? Ich meine, was? Was ist das jetzt hier für eine Leistungssteigerung auf einmal? Kommen die da mit Level 50ern an? Ich glaub's auch. Aber immer noch kein Gegner für unsere Supergang. Ich trinke in letzter Zeit viel. Das ist wichtig. Ich mache ja wieder... Meine Emotionen sind blau. Ja, das sind meine Freitagabends meistens auch. Irgendwie komme ich rüber wie so ein Säufer, aber so viel trinke ich eigentlich gar nicht. Ich finde die Witze immer nur so lustig. Und ich finde, Bier ist einfach cool. Ich besuche das Sommerhaus meines Freundes, wenn du fragst. Also, nur wenn du fragst und ich nicht frage, fährst du wieder nach Hause, oder was? Ja, immer diese scheiß Sprachwissenschaftler hier. Alle Arsch. Können alle verbrannt. Von diesem Makago da. Das haut jetzt richtig einen raus und verbrennt jeden, der jemals einen Satz analysiert hat. Ja. Nee, macht es nicht. Es hat es ja vergessen, was es wollte. Ist auch gut. Da habe ich weniger zu tun. Amazing! Yay! Leute, ich will es gar nicht beschreien, aber es fängt wieder geil an. Es könnte ja sein, dass irgendwo hier einer stirbt. Ich will es nicht beschreien, aber Leute... Das ist ja... Also so abwegig ist es jetzt nicht. Komm her, Kleiner. Boom. Erstmal schön Wasserfolter. Und dann hat sich das mit dem kleinen Köter. Cornelia, oh, du bist stark. 10.000, was? Ich gebe einem dahergelaufenen Kind einfach mal 10.000 Dollar, weil ich es kann. Wie wäre es, wenn ich einfach mal schwächere... Pokémon nehme, wie zum Beispiel Fancy. Warum bist du nicht mehr die Speerspitze? Du bist doch das stärkste Vieh, das auf diesem Planeten lebt. Entschuldigung, ich versuche zu malen. Geh mir bitte aus der Sicht. Was mit der anderen? Kommt die jetzt nicht mit, oder was? Ich wollte einen Doppelkampf. Nicht Doreen. Regel Nummer 577 in Pokémon. Alle Malerinnen müssen mit Dor anfangen. Ja, müssen. Wieso hab ich... Ich bin so blöd, ey. Also, oh, das tut ja jetzt schon weh. Was ich jetzt gerade gemacht habe, das ist schon... Also, ich find's schlimm. Ich bin gerade mit mir selber nicht im Reinen. Tut mir leid, das war ziemlich dämlich. Ursaring erholt sich. Yay. Psycho-Chinese. Er schläft. Kann er Schnarcher? Ich glaube, ja. Guck mal jetzt hier. Eine Bär. Ursaring. Kann er eigentlich so mit seinem Kringel auf dem Bauch, kann er da lasern? Ich meine, Quapsel kann er ja auch. Warum kann er das nicht? Diese Niederlage, mir wird so schwindelig. Sind das eigentlich ihre Mobben oder war das ihr Rücken? Das konnte ich jetzt nicht sehen. Das ist in welche Richtung guckt sie eigentlich? Ist es ihr Rücken? Zeigt sie uns den Rücken? Ist sie so dreist, dass sie uns einfach nur ihren Rücken präsentiert? Ich denke... über Radioaktivität nach und liege dabei nackt im Bett. Geil. Hallo, gute Frau. Gesa. Gesa ist auch ein Name, den ich lange nicht mehr gelesen habe. Ich bin ja eine Norddeutschen und ihr wisst ja, da heißen viele so.
einige, aber hier im Ruhrgebiet eigentlich fast niemand. Na, oh, Sandern ist weg. Ich kriege auch nur noch kaum Erfahrungspunkte. Nee! Kannst du nicht machen, jetzt wo ich hier meine Blitzhöhle gelassen habe. Das ist tatsächlich ziemlich gefährlich. Was machen wir denn dagegen? Das ist alles nicht gut. Okay, versuchen den im Stunlock zu halten. Aber wenn der Blizzard kann, dann bin ich tot. Hagelsturm? Na gut, das kann ich verschmerzen. Es hagelt. Gleich hagelt es mal ein paar Backpfeifen hier. Und wenn die gute Frau dann wieder so ein bisschen dämlich ist, dann macht sie das gleich zweimal. Aber Fancy hat eine Vierfachschwäche gegen Eis. Warum habe ich nicht gewechselt? Fancy kann niemals sterben. Fancy hat God Mode an, das ist einfach so. Ach, ein Abra, jetzt bin ich ja richtig überrascht. Ist das vom Hagelsturm eigentlich schon tot? Fancy! Nein! Nee, ist es nicht. Hm. Da komm jetzt so. Schön Flügelschlag. Einfach mal so einen längsseitigen Tackle auf das Vieh. So. Pumms. Wie, falls ihr League of Legends spielt, hier Simon, wie jetzt sein Moveset ist. Der sieht echt lustig aus. Den müsst ihr mal ausprobieren. Okay, jetzt ist hier Briefkasten. Kea ist Haus. Hallo Kea. Boah, Kea, Mann, ey. Die ist das. Daraus kommt die. Mit diesen Händen werde ich den Sieg herbeiführen. Ha. Ja, jetzt guck nochmal hin. Das ist ihre Brust, oder? Das ist nicht ihr Rücken. Ja, die hat den Daumen da so noch. Das muss ihre Brust sein. Und die Füße und alles. Ja, das ist so eine Puppe. Die hat da so ein Torso, da kannst du drehen, wie du willst. Ich weiß nicht warum, aber das scheint ja echt voll dieses Bonzenviertel hier zu sein. Das ist wie Rügen. Nein, wie Sylt. Genau, wie Sylt. Wir sind jetzt auf Westerland hier. Gleich stehen da die Ärzte. Und da war doch irgendwas mit einer Robbe vorher, ne? In der Extended Version. Ich kann mich da nicht mehr aus. Aber wenn ihr mal was gucken wollt, dann ist es die Ärzte-WG. Das macht echt Spaß. Keas Haus. Kea ist gar nicht da, ja. Kea hat Bücher über Pokémon-Journal. Sonderreportage. Arena-Leiter Pyro von der Zinnoberinsel. Pyro nimmt seine Sonnenbrille angeblich nur ab, wenn er sich seine neue Quizfragen ausdenkt. Das ist ja sehr interessant. Sonderreport. Koga aus Fuxania City. Dieser Mensch tötet kleine Kinder und isst sie. Hey, du kleiner Wurstzwerg. Ich hab was für dich und ich kann dich kaputt hauen. Ich bin ein starker Sprinter. Ich laufe sehr schnell. Nein, du bist ein Lachsnacken hier. Guck mal hier. Drudi. Was ist das für ein Name? Drudilo. Nein, der kleine Drudilo. Ich würde auch so lange rennen. Weißt du, warum der so rennen kann? Weil sie den im Kindergarten immer so gehänselt haben. Da musste der immer weglaufen vor den anderen Leuten, damit die den nicht in eine Mülltonne stopfen. Und deswegen kann er so schnell laufen. Ja. Ich finde diese... Das ist doch... Das erklärt alles. Drudilo. Falls einer von euch Drudilo heißt, tut mir leid, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht, dass irgendein Mensch auf diesem Planeten so heißt. Ja, ja, schickt mir ruhig Facebook-Profile von euren Freunden. Die dann einfach so heißen. Oh, ich krieg gerade Ärger, sehe ich gerade. Weil eine Kommilitonin von mir relativ bissig die Vorlesung von einem von unseren Dozenten angegriffen hat. Der hat sich was Lustiges ausgedacht. Der hat irgendwas. Ja. Ich finde es ziemlich anmaßend, wenn man sich über so einen Dozenten stellt, nur weil der ein bisschen lustiger ist. Also, das finde ich schon komisch. Ja, vielleicht erzähle ich die Geschichte ja im nächsten Part mal. Ich mach's einfach mal im nächsten Part. Also, dann machen wir heute mal ein bisschen früher Schluss. Schutz wirkt nicht mehr. Und dann gucken wir noch mal ein bisschen aufs Meer, so lange. Und warten einfach darauf, dass hier was passiert. Passiert nichts. Ist ja wie immer so im Leben. Da muss man sich immer so ein bisschen Gedanken über das machen. Wisst ihr, wenn man so am Meer steht, ne? Dann hat man immer so... Ich finde das schön. So am Meer stehen, das ist klasse. Was Besseres gibt es gar nicht. Und dann, wenn man so am Meer steht und dann einfach mal so tief einatmet, ne? Das ist perfekt. Das ist grandios. Das ist das Beste, was man machen kann. Habt ihr eigentlich das schon mal gemacht? So am Meer?
Ja, Leute, es kommt gleich. Ich muss eben suchen. Mann, ihr wartet alle drauf, ich weiß. Aber dieses Handy ist einfach so langsam geworden. Warte, pass auf. 3, 2, 1. Er ist zu leise. 3, 2, 1, nochmal. So, da waren jetzt ein paar mehr. Okay, tschüss.